willkommen bei dieser Texturenpaketvorstellung. Heute stelle ich euch die meiner Meinung nach schönsten oder einfach nur ein paar schöne Texturenpakete in Minecraft vor. Alle Links werde ich danach in die Beschreibung posten. So, wir gehen mal auf eine Map und man sieht schon, langsam dämmert es. Das ist das Skyrim-Texturenpaket. Ja, Alice. Die Bilder haben sich verändert. Und das Texturenpaket schafft eine viel Skyrim-lastigere Atmosphäre. Ich gehe jetzt mal durch diese Map. Alle Blöcke aufgestellt, um zu zeigen, was das Texturenpaket so hermacht. Ist das DND übrigens? Und ich muss schon sagen, das schaut richtig nice aus. Ja, was ich euch sonst noch zeigen würde, wäre eine andere Map. Diese Map. Ich habe das Texturenpaket, glaube ich, auf einer älteren Version, deswegen sind die Dschungelbäume noch so blöd eingezeichnet. Ich werde euch natürlich die neueste Version zur Verfügung stellen, 1.2.5. Einfach in die Beschreibung posten, schaut da mal rein, ist immer gut. Und ich schaue mal, ob wir einen Wald finden. Oder eine Steppe, das wäre auch optimal. Hier. Man merkt eindeutig das ganze Skyrim-Feeling. Ja, und das war's auch mit diesem Texturenpaket. Ich switch jetzt wieder rüber und wir sehen uns wieder im Startmenü mit einem anderen Texturenpaket. Und das sind wir auch schon wieder. Diesmal ein Fun-Texturenpaket. Das heißt Super Simple Creeper. Das ist wirklich ein sehr einfaches Texturenpaket. Gehen wir wieder auf diese Map und man sieht, ja, die Bilder sind sehr einfach gehalten, ist aber auch eher ein Fun-Texturenpaket, da ist überall ein Creeper. Sogar die Sonne ist ein Creeper. Also alles voll Creeper. Sogar die Torte hier, verschimmelte Torte, Creeper drauf, natürlich. Creeper Kaktus. Haben wir Creeper Lava? Ja, Creeper Lava. Sehr nice. Creeper TNT. Creeper Feuer. Creeper Blumen. Alles, alles Creeper. Das Glas nicht Creeper. Sogar die Wolle. Kann man schöne Bauten mitmachen. So, gehen wir auf die andere Map, um die Natur pur zu erleben. Ja. Schaf mit Creeper Face. Das Wasser auch Creeper. Jetzt der Wald. Wald voll mit Creepern. Und das war das Simple Creeper Texturenpaket. El Capone. Da-na-na-na. Das war das Simple Creeper Texturenpaket. Und ich hau jetzt mal das nächste rein. Diesmal bringen wir ein bisschen Mittelerde-Flair in Minecraft rein. Und zwar mit diesem Texturenpaket. Sicher weiß jetzt jeder, was das für eines ist. Nämlich das Herr der Ringe Texturenpaket. Schaut aus wie Mittelerde. Kann man Mittelerde nachbauen. Da gibt es auch eine ganz schöne Map. Die könnte ich vielleicht zocken. Schreibt es in die Kommentare, ob ich die zocken soll. Am besten mit Freunden auf einem kleinen Server. Die Bilder. Die haben sich nicht groß verändert, außer die Hunde. Da kann man halt viel mehr Mittelerde-Style in Minecraft hineinbringen. Dann schauen wir noch, wie es natürlich ausschaut. Nämlich so.
Das Schaf glotzt mich ein bisschen komisch an. Schau mal her, du. Ja. Auf jeden Fall. Die Bäume sind weiß. Das sind eigentlich normale Bäume. Also ich finde es sehr schön. Wirklich für Leute, die Herr der Ringe-Fans sind, für Leute, die Herr der Ringe-Fanaten sind und auch Minecraft spielen, ist dieses Texturenpaket perfekt. Ich werde auch die Map zum Download stellen. Und ja, schreibt es in die Kommentare, ob ich sie zocken soll. Und ich hau das nächste und vorletzte Texturenpaket rein. Und damit herzlich willkommen in der Zukunft. Dieses Texturenpaket, genannt ER3000, fügt einfach viel futuristischen Style in Minecraft ein. Die Bilder haben sich zwar nicht groß verändert, aber man sieht schon, der Stein hat sich verändert, die gesamten Items. Wenn man sich eine riesige Metropole bauen will, die dann aber richtig schön ausschauen soll, also richtig futuristisch, ist dieses Texturenpaket sicher nicht schlecht. Das sind die Melonen. Das sind die Kürbisse. Mach ich immer wieder. Die Lava schaut beängstigend aus. Das Wasser schaut schön aus. Ist das TNT? Schaut aus wie nukleare Bomben. Die Bäume, die Blumen, das Glas und schließlich die Wolle, das ist gelbe Wolle. Kann man auch so Area 51 Style machen. Hier schaut es dann relativ naturbelassen aus, also das Texturenpaket greift jetzt nicht sonderlich ein, der Baum von davor, in die Natur des Spieles. Aber halt, man kann viel besser futuristische Bauten bauen. Und ich finde es einfach nur empfehlenswert. Vor allem, weil es leicht zu installieren ist. So, und jetzt noch zum letzten Texturenpaket. Dieses gehört wahrscheinlich zum bekanntesten deutschen Let's Player, nämlich Gronkh. Ich rede hier von Hannibals Texturenpaket. Und sicher jeder kennt's. Die Vorhänge, alles Mögliche. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz durch die gesamte Map, dann schauen wir uns noch die Natur an und dann komme ich noch schnell zur Installation. Die Melonen und die anderen, die Kürbisse funktionieren irgendwie nicht. Das bekomme ich nicht hin, da funktioniert der MPC-Patcher auch nicht. Sieht auch extrem scheiße aus. Aber egal, die Wolle. Nice. Einfach nur nice. Ist wahrscheinlich eines der berühmtesten Texturenpakete. Und hier die Wälder. Das Wasser auch. Die Sonne. Alles bekannt und alles einfach nur schöner. So, ich werde euch jetzt noch ganz schnell die Installation zeigen. Bei der Installation. So, ich habe hier einfach mal irgendein Texturenpaket genommen. Ihr könnt auswählen, welches ihr nehmt. Ihr könnt auch alle nehmen. Außerdem werde ich in die Beschreibung den MC-Patcher 2.4.0 posten. So, und nun gut aufpassen, ins Startmenü, dort eingeben, Prozent Updata, Prozent Updata mit 2b. Dann kommen wir in einen versteckten Roaming-Ordner, dort dann die Punkt Minecraft öffnen und die Texturenpakete. Und da zieht man einfach das Skyrim-Texturenpaket rein, dann müsste es funktionieren und den MC-Patcher zieht man herein. Wie man hier sieht, habe ich noch nicht drin. Mysteriös. Ziehe ich ihn mal rein. Aktiviere ich ihn. Das kann ich, brauche ich nicht nochmal einfügen, das habe ich ja schon drin. Okay. Und dann klickt man auf, was man patchen will, am besten alles und klickt auf Patch. So. Dann würde das ganz einfach funktionieren.
Texturenpakete sind die kleinste Modifikation, aber trotzdem irgendwie die prägendsten. Und sie sind sehr leicht zu installieren. So, das war es jetzt auch schon wieder. Tschüss, man sieht sich.